Schönen guten Abend, ich begrüße Sie herzlich zur ZIP 2. Mitten im Krieg um die Ukraine kündigt Russland eine weitere Aufrüstung auch in anderen Gebieten an. Kampfansage. In einer neuen Marinedoktrin legt Russland Seegrenzen fest und bezeichnet die NATO und die USA als Gefahr für die russische Sicherheit. Hitzepole. Vor allem in den Städten werden immer öfter immer höhere Temperaturen gemessen. Wie damit umgehen? Dazu ein Gespräch mit dem Stadtklimatologen Simon Czarnet. Spielmacherinnen. Die heute Abend zu Ende gegangene EM hat dem Frauenfußball ungekannte Aufmerksamkeit beschert. Die Gebiete im Osten der Ukraine, Lugansk und Donetsk, sind seit 8 Jahren umkämpft, seit sich Separatisten mit Rückendeckung von Moskau von der Ukraine lösen wollen. Jetzt ist die Lage dort offenbar so schwierig, dass Kiew die eigenen Leute in Sicherheit bringen will. Eine Evakuierung des Gebietes Donetsk wurde angeordnet, da dort Gasleitungen zerstört seien im Hinblick auf die Heizsaison. Und zum Schutz der Menschen, sagt Ukraines Präsident Selenskyj. Je mehr Menschen aus dem Donetsker Gebiet gehen, desto weniger Leute kann die russische Armee töten, sagt er. Russland lässt indessen die Muskeln spielen. In einer neuen Marinedoktrin werden Seegrenzen festgelegt und mehr militärische Infrastruktur, unter anderem auf der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim, geplant. Russland fühlt sich bedroht. So jedenfalls erklärt das Land die Drohkulisse, mit der es sich selbst umgibt, um seine Feinde abzuschrecken. Die Feinde, das sind nach russischer Darstellung vor allem die USA und die NATO. In einer neuen Marinedoktrin werden sie als Gefahren für Russlands Sicherheit genannt. Putin, der sich als oberster Feldherr in Szene setzt, fasst die Doktrin zusammen. Wir haben unsere Grenzen und nationalen Interessensgebiete klargemacht. Diese werden wir entschlossen und mit allen Mitteln schützen. Vor allem in der Arktis, aber auch im Schwarzen Meer will Russland aktiver werden, seine Streitkräfte aufrüsten und sich etwa Bodenschätze sichern. In der Ukraine hat Putin längst bewiesen, dass er bereit ist, seine Waffen nicht bloß zur Verteidigung einzusetzen. Russlands Angriff konzentriert sich dort weiterhin auf den Süden und Osten. Im Donbass will die ukrainische Regierung nun all jene Gebiete evakuieren, die noch unter ihrer Kontrolle stehen. Hunderttausende Menschen dort wollen ihre Heimat nicht verlassen. Aber glaubt mir, es muss getan werden. Je früher die Menschen die Region verlassen, desto weniger Zeit bleibt der russischen Armee, sie zu töten. Gute Nachrichten werden bald in puncto Getreideexport erwartet. Die Hoffnung: Morgen schon soll das erste Schiff mit ukrainischem Getreide ins Schwarze Meer auslaufen. Das Wochenende hat uns nur kurze Abkühlung gebracht. Mit der neuen Woche steht auch eine neue Hitzewelle bevor. Morgen gibt es bis zu 30 Grad, am kommenden Freitag in Ostösterreich wieder an die 37. Besonders unangenehm ist das für Menschen in der Stadt. Klimaexperten fordern, schnellstmöglich den CO2-Ausstoß zu verringern, aber auch Maßnahmen, die das Leben in der Hitze erträglicher machen. Dafür wird sich das Stadtbild aber ändern müssen, berichtet Christian Hoffmann. Es ist noch viel zu tun, deshalb besser heute als morgen damit beginnen. Städte und Gemeinden sollten sich nachhaltig auf die immer heißeren Sommer vorbereiten. Grün statt Grau lautet die Devise. Stadtkerne, Hauptplätze in Gemeinden und dicht besiedelte Gebiete müssen grüner werden. Pflanzen und Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern helfen, dass sich die Plätze weniger aufheizen. Auch bepflanzte Dächer, grüne Fassaden, Brunnen oder Wasserflächen kühlen das Stadtklima. Es braucht aber deutlich mehr. Es hilft nichts, Bäume zu pflanzen, wenn wir nicht grundlegend etwas ändern. Und das heißt eben, dass wir jetzt große Maßnahmen setzen, um Kohle, Öl und Gas in die Vergangenheit zu schicken, Klimaschutz ernst nehmen und nicht überlegen, wie wir uns an die heißen Temperaturen anpassen, sondern wie wir auch das grundlegende Problem, nämlich die Klimakrise, bekämpfen. Da und dort sind die Gegebenheiten und damit auch die Herausforderungen andere. Klimaschutzmaßnahmen für kleinere Gemeinden wären: Räume schaffen, wo es kühl ist, aber auch zum Beispiel Verweilplätze für Menschen unter schattigen Bäumen sind wichtig, Wasserstellen, wo man leicht auch sich erfrischen kann und natürlich auch, dass man zum Beispiel die Radinfrastruktur ausbaut.
Viel größer ist das Hitzeproblem in Großstädten wie in Graz, Linz oder Wien. Die Bundeshauptstadt hat einen längerfristigen Klimafahrplan erstellt. In dicht verbauten Vierteln sollen Bäume gepflanzt werden, Parks und andere Grünflächen sollen entstehen. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels gibt es aber nicht zum Nulltarif. Die rot-pinke Stadtregierung investiert 3 Milliarden Euro in Klimamaßnahmen. Mit so vielen Projekten, wie es noch nie vorher gegeben hat, aber die Klimakrise ist ja auch eine, die immer stärker spürbar ist. Das heißt, ich sehe das jetzt gar nicht als Grund, dass wir da uns auf die Schulter klopfen können. Es ist eher Mut machen zum Mehrmachen. Der neue Markt mitten in der Wiener Innenstadt, zugepflastert mit dickem Granit. Bei der Umgestaltung des Platzes und Errichtung des großen Garagenprojekts sei laut Greenpeace auf große Bäume und großzügige Grünflächen vergessen worden. Ebenfalls kein Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz sei die erst vor wenigen Jahren neu errichtete Seestadt Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk. Ich verstehe jeden, der sagt, da muss mehr kommen, weil wir einfach mittendrin in einer sehr herausfordernden Situation sind, weil wir es ja am eigenen Leib spüren. Drohnenbilder von Graz, aufgenommen mit einer speziellen Wärmebildkamera. Umso heller, desto heißer. Schattige, begrünte Flächen sind violett dargestellt. Mehr als 60 Grad heiß sind die hellgelben Oberflächen, Hausfassaden und Dächer. Es ist aber nicht die Lufttemperatur, die uns so zu schaffen macht, sondern die Wärmestrahlung und reflektierende Solarstrahlung. Dem versiegelten Platz ist es sehr heiß, weil eben die Oberflächen so stark erwärmt sind und wir diese Wärmestrahlung quasi abbekommen. Und wenn wir daneben in den Park gehen mit den grünen Oberflächen, dann fühlt sich das sehr angenehm an, obwohl die Lufttemperatur an beiden Orten genau die gleiche sein wird. Vor allem Gemeinden und Städte in der Steiermark würden derzeit verstärkt auf ihr Fachwissen setzen. Wir können sehr gut hervorarbeiten, was an dem lokalen Ort die wirksamste Maßnahme ist. Also sind es besonders die Bodenflächen, ist es besonders die Fassade, ist es der geringe Vegetationsanteil? Und darum geht es in der Stadt. Wir müssen diese überhitzten Oberflächen wegbekommen, eben durch Begrünung, durch helle Farben auch, weil dann wird ein Großteil der Solarstrahlung zurückreflektiert. Täglich wird in Österreich eine Fläche von 16 Fußballfeldern zubetoniert und asphaltiert. Unser Naturraum schrumpft jeden Tag ein wenig mehr. Entsiegeln statt versiegeln, denn der nächste heiße Sommer kommt bestimmt. Und wie man den erträglicher gestalten kann, darüber spreche ich jetzt mit einem Mann, der Städte und Gemeinden dabei berät, was sie denn gegen die Hitze tun können. Unter anderem im Klimarat der Stadt Wien ist er und auch im Klimabeirat der Stadt Linz. Ich begrüße in unserem Studio in Dornbirn den Meteorologen und Stadtklimatologen Simon Czanet. Grüß Gott, Herr Czanet. Guten Abend. In vielen Fällen ist, wir haben im Beitrag gesehen, der Schaden ja eigentlich schon angerichtet. Es gibt sehr viel zubetonierte Flächen, die sehr viel Hitze abstrahlen. Es gibt viel mehr Hitzetage als früher. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat berechnet, dass sich die Hitzetage in den Landeshauptstädten in den letzten Jahrzehnten verdoppelt bis verdreifacht haben. Wie kann man denn noch Abhilfe schaffen? Ja, wenn man sich das anschaut, vor 100 Jahren war es noch so, dass unsere Städte damals, wie vieles von unseren Städten gebaut wurde, eigentlich eine Hitzewelle ein ganz seltenes Ereignis war. Ist so alle 10 bis 20 Jahre vielleicht vorgekommen. Heute ist es so, dass wir jedes Jahr Hitzewellen haben. Und jetzt müssen wir uns anpassen an die Hitze. Ganz wichtig ist der Klimaschutz, so wie es auch im Beitrag gesagt wurde, also das CO2 einsparen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, dass es angenehm und lebenswert bleibt in den Städten. Und das kann man einerseits erreichen durch eine strategische Anpassung, also nicht nur auf das einzelne Objekt schauen, sondern auf die ganze Stadt und dann aus dem ableiten, was ich am einzelnen Bauplatz oder wenn ich was anderes verändere in der Stadt, was ich dort tun muss. Wenn Sie auf die ganze Stadt schauen, da haben Sie und Ihr Institut auch Analysen vorgenommen, unter anderem Kaltluftanalysen. Sie schauen also, wie man kältere Luft aus den Außenräumen, Außengebieten der Städte in die Innenstädte bringen kann. Da gibt es zum Beispiel eine Analyse von Wien. Da sieht man, übers Wiental von Westen her strömt kalte Luft bis fast in die Innenstadt. Wo muss man darauf achten? Das ist ganz besonders wichtig, die kalte Luft, die entsteht außerhalb der Stadt, auf Wiesen und Feldern. Und sobald die Sonne untergeht, entsteht dort kalte Luft und die ist schwerer wie die warme Luft und die rinnt dann den Tälern entlang in die Stadt hinein. Und jetzt muss man auf der einen Seite darauf schauen, dass diese kalten Gebiete, wo die Kaltluft entsteht, nicht zubetoniert und weiter versiegelt werden.
Dann auch der Bereich, wo die Luft in die Stadt hineinrinnt, der darf auch nicht mehr verändert werden oder mehr versiegelt werden. Und dann die Bereiche, wo die Luft wirkt, der sogenannte Wirkbereich. Dort ist es dann so, dass diese kalte Luft ankommt und man in der Nacht einen erholsamen Nachtschlaf hat. Die kalte Luft, die entsteht eben über die Nacht und kommt dann bis in Wien, bis in die Innenstadt hinein, vor allem über das Wiental bis zum Gürtel. Sie haben auch eine ähnliche Analyse für die Stadt Linz erstellt. Da kommt die kalte Luft vor allem aus dem Norden in die Stadt. Worauf müssen die Linzer achten? Auch auf das Gleiche, nicht im Norden irgendwie zu viel zu bauen. Genau, es hat sich auch gezeigt, dass wenn man sich anschaut, wie entwickelt sich das Klima weiter und wenn man verschiedene Szenarien ansieht, dann wird diese kalte Luft sogar noch viel wertvoller, weil das allgemeine Temperaturniveau sich weiter heben wird. Auch wenn wir sehr viel jetzt im Klimaschutz machen. Und darum ist es besonders wichtig, CO2 einzusparen, weil wenn es zu warm wird, dann ist auch diese relativ kalte Luft wärmer und wir haben nicht mehr so einen guten, erholsamen Nachtschlaf. Also das eine ist auf die kalte Luft achten, das andere ist natürlich auch bauliche Maßnahmen in den Städten. Inwiefern ist es denn notwendig, dass wir Sachen rückbauen, dass wir zum Beispiel betonierte Flächen aufreißen oder die Überdachungen von Flüssen wegnehmen? Ja, auf jeden Fall. Was Sie ansprechen, sind zwei Varianten oder zwei mögliche Maßnahmen, die man treffen muss. Wir brauchen einfach viel mehr Platz in unseren Städten. Wir müssen sie anpassen. Wir müssen also dafür schauen, dass wir sehr viele Flächen wieder rückgewinnen für Begrünung, so dass wir Bäume pflanzen können. Und es geht nicht nur um die Flächen an der Oberfläche, sondern auch, es geht auch um den Bereich unter den Straßen, nämlich dort, wo die sogenannten Einbauten sind, also Wasserleitungen, Fernwärme, Gas. Auch dort muss man Platz schaffen, dass die Bäume genug großen Wurzelraum haben und dass man zum Beispiel nach dem Schwarmstadtprinzip, weil oft folgt auf die Hitze ja Gewitter und die Gewitterregen sind stärker geworden und die werden noch stärker werden, die müssen wir auffangen, damit die Bäume während Trockenperioden dann genug Wasser zur Verfügung haben. Wir müssen also an vielen Stellen schauen, dass das gut klappt mit dem Anpassen und dass man viel Platz gewinnen und da muss einfach in den Städten das Auto oftmals weichen, damit wir eben Platz haben, um zu begrünen oder, wie Sie gesagt haben, wieder Wasser an die Oberfläche zu bringen. Sie sind jetzt seit 3 Jahren im Klimabeirat der Stadt Wien und im Beitrag haben wir gesehen das Beispiel vom Neuen Markt, einem sehr großen Platz in der Wiener Innenstadt, der ganz neu renoviert ist, wo sehr viel zugepflastert ist, wo es kaum Grün gibt und entsprechend sich natürlich die Hitze auch stauen wird. Wie ist denn sowas möglich? Wenn man jetzt umbaut und neu baut, ist es besonders wichtig und hier werden auch für die Umsetzung gesetzliche Vorgaben ganz zentral, dass man, wenn man was ausschreibt, wenn man was neu macht, dass man dann immer darauf schaut, dass es klimafit ist, dass also für die Zukunft geplant wird. Im gegenständlichen Fall ist eine Tiefgarage drunter und dann heißt es immer wieder, ja, da kann man dann keine Bäume drauf pflanzen. Die Stadt hat es trotzdem probiert und hat ein paar Bäume möglich gemacht. Ich denke, es geht aber nicht darum, dass man macht, was möglich ist, sondern wir müssen das tun, was nötig ist. Und da sind alle Städte ganz stark gefordert und vor allem auch der Gesetzgeber, dass wir das möglich machen, dass wir klimafitte Städte in Zukunft haben. Werden Sie denn zu wenig gehört? Hier ist die sogenannte Governance besonders wichtig. Es geht also darum, dass man auch in der Verwaltung und von der Politik aus die Möglichkeit schafft, dass sich von Amts wegen wer mit dem Stadtklima beschäftigt. In Linz ist das der Stadtklimatologe. Auch Graz ist da eine Vorreiterstadt. Da gibt es schon lange Stadtklimaanalysen, mittlerweile auch Stadtklimatologen, so wie auch in Wien. Und das ist auch für alle anderen Städte und Regionen eine Möglichkeit und eine ganz wichtige zentrale Vorgangsweise, wie man mit dem Thema Klimawandelanpassung umgehen kann. Ich spüre also, dass sich da wirklich viel tut, aber wir sind viel zu langsam dabei. Wir müssen viel schneller werden. Es braucht Jahre und Jahrzehnte, bis ein Baum groß ist und bis er Schatten spendet. Und wir haben aufgrund dessen, dass wir den Klimawandel so stark befeuert haben, einfach wenig Zeit, um uns noch richtig gut ans Klima anpassen zu können, vor allem in den Städten. Und darum müssen wir da viel mehr Tempo aufnehmen. Da sind wir noch viel zu langsam.
Das muss natürlich auch von der Bevölkerung mitgetragen werden. Es ist schon angeklungen, weniger Autos in der Stadt. Jetzt lässt sich das vielleicht gut verkaufen, dass man sagt, verzichten Sie bitte auf Ihr Auto. Dafür haben Sie einen angenehmeren Sommer. Spätestens, wenn die Menschen im Winter wieder durch den Gatt stiefeln, wünschen Sie sich das Auto zurück. Ja, das kann ich gut verstehen. Es geht wirklich darum, dass wir eine angenehme Stadt haben für die verschiedensten Möglichkeiten der Mobilität. Das ist richtig, aber man muss auf die andere Seite sehen. Wir haben mittlerweile in Hitzesommern mehr Hitzetote als Verkehrstote. Und das ist prognostiziert, dass das noch stark steigen wird. Wir werden also, wenn wir nicht Maßnahmen setzen und vor allem keinen Klimaschutz betreiben würden, können wir bis Mitte des Jahrhunderts bis zu 6.000 Tote pro Jahr haben, alleine durch die Hitze. Eine eindringliche Warnung am Ende dieses Gesprächs mit Simon Janet. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Und wir berichten in dieser Sendung noch über die Frauenfußball-EM. Zunächst weitere wichtige Meldungen in einer Übersicht. Mit dem Ende der Quarantäneregelung für Corona-Infizierte ab morgen kommt auch die telefonische Krankmeldung wieder. Allerdings können sich künftig nur Personen telefonisch krank melden, die Corona-Symptome haben oder Verdachtsfälle sind. Alle anderen müssen weiterhin zum Arzt gehen, wenn sie einen Krankenstand antreten wollen. Die grüne Clubobfrau Sigrid Maurer wirft der SPÖ Populismus vor. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner agiere in der Teuerungskrise wenig staatstragend, so Maurer. Zurückhaltend äußert sich Maurer, was eine mögliche Ampelkoalition nach der nächsten Wahl betrifft. Für Maurer ist die SPÖ beim Klimaschutz eine Partei des Betons und des Benzins. In der Gemeinde Höfen in Tirol ist am Nachmittag ein Kleinflugzeug aus bisher ungeklärten Gründen auf das Dach eines Einfamilienhauses gestürzt. Die beiden Flugzeuginsassen, ein Ehepaar aus Deutschland, sind dabei schwer verletzt worden. Bei der Auermutter Lufthansa rückt ein Streik der Piloten näher. In einer Abstimmung haben sich die Mitglieder der Gewerkschaft Cockpit mit einer großen Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen, sollte das Management kein besseres Angebot machen. Die Piloten fordern unter anderem 5,5% mehr Gehalt und einen Teuerungsausgleich. Da haben sich die Glückwünsche, die es heute Abend extra an das englische Team gegeben hat, also ausgezahlt und sie haben Wirkung gezeigt. Nämlich vor dem entscheidenden Spiel lobten Prinz William und seine Tochter Charlotte den bisherigen Einsatz und wünschten viel Glück. We both want to wish the Lionesses the best of luck for tonight. You've done amazingly well in the competition and we're rooting for you all the way. Good luck, I hope you win. Bye! Und sie haben gewonnen. Entsprechend ist die Stimmung heute Abend am Trafalgar Square mitten in London, wo unsere Korrespondentin Sophie Rupetz steht. Sophie Rupetz, nach diesem spannenden Finalspiel, das erst so spät entschieden wurde. Großer Jubel also in England. Die Zeit Online, die schreibt heute, der völlig verdiente Hype um diese ganze Frauenfußball-EM. Ist diese Bezeichnung gerechtfertigt? Ja, also historisch ist es heute hier in Wembley vor einem ausverkauften Stadion vor rund 90.000 Fans gelungen. Damit haben die Lioness, also die Löwinnen, im Vergleich zu den Löwen etwas geschafft, was den Löwen seit 1966 nicht mehr gelungen ist. Und wir erinnern uns vielleicht auch kurz an das Drama letztes Jahr, als England gegen Italien auf heimischem Boden in Wembley im Finale dramatisch verloren hat. Aber es ist jetzt nicht nur dieses Finale, das für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, sondern die EM insgesamt. Ist es da gelungen, den Frauenfußball aus dem Schattendasein zu holen? Ja, also die Fananteilnahme bei der Frauenfußball-EM heuer ist doppelt so groß wie noch 2017. Die TV-Einschaltquoten erreichen Rekorde und die Löwinnen, die Spiele der Löwinnen waren ausverkauft während der ganzen EM lang. Ich würde schon sagen, das ist alles sehr progressiv und vergessen wir auch nicht vor dem historischen Hintergrund, dass Großbritannien zum Thema Geschlechtergleichberechtigung, Frauenrechte immer schon sehr fortschrittlich war. Es ist wenig verwunderlich, dass England viel Geld in den Frauenfußball und in den Nachwuchs schon lange investiert. Nicht nur England investiert da mehr. Der UEFA-Präsident Alexander Ceferin hat auch erneut mehr Investitionen in den Frauenfußball angekündigt. Ist der Frauenfußball insgesamt besser geworden oder ist er nur mehr akzeptiert?
Also wie gut Fußball ist, misst sich ja an Geld. Und da kommen wir um den ewigen Vergleich zum Männerfußball nicht umher. Die Leistung der Frauen schlägt sich nicht unbedingt in ihrer Prämie nieder, denn sie bekommen heute insgesamt 1,12 Millionen Pfund. Hätten die Männer letztes Jahr gewonnen, wären das doch 5 Millionen Pfund gewesen. Die Akzeptanz sollte sich also an wirtschaftlichen Dimensionen widerspiegeln, etwa an besseren Gehältern, vor allem an mehr medialer Präsenz. Ein Anfang ist hier, dass bessere Werbeverträge inzwischen abgeschlossen werden und Englands Kapitänin vor kurzem einen guten Werbedeal mit einem italienischen bekannten Modelabel abgeschlossen hat. Es ist aber nach wie vor viel Aufholbedarf und gerade die UEFA investiert noch immer viel mehr in Männerfußball. Ein sehr positiver Unterschied zu Begegnungen in der Männerwelt, würde ich sagen, ist, dass hier heute und während der ganzen EM eine sehr freundliche und nicht gehässige Stimmung herrscht und alle am Feiern sind. Wahrscheinlich noch die ganze Nacht lang. Dankeschön, Sophie Ruppetz, und schönen Abend nach London. Und nachdem in dieser Sendung schon vom Wetter der kommenden Woche die Rede war, hier jetzt die Details. Mit Westwind kommt zu Wochenbeginn warme und nur mäßig feuchte Luft nach Österreich. Mitte der Woche dreht die Strömung auf Süd und es wird wieder richtig heiß. Morgen gibt es wieder eine Mischung aus Sonne und Wolken. Über das ganze Land verteilt sind auch ein paar Schauer oder Gewitter möglich. Es bleibt windig und warm. Am Dienstag scheint im Flachland meistens die Sonne, im Bergland und im Süden sind gewittrige Schauer zu erwarten. Durchwegs sonnig und sehr heiß wird der Mittwoch. Und damit verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zusehen bei der ZIP 2 am Sonntag und noch einen schönen Abend.